was könnte es in diesem Video gehen? Kleiner Tipp, es hat die Industrialisierung Ende des 18. Jahrhunderts und Anfang des 19. Jahrhunderts maßgeblich vorangetrieben und die ersten Großfabriken entstehen lassen. Richtig, es geht um die Funktionsweise einer Dampfmaschine und damit indirekt auch um einer Chugga-Chugga-Dampflok. Fettes Danke an 4U, die uns bei diesem Video unterstützt haben. Also unbedingt mal in die Videobeschreibung gucken und die Links checken. Die Dampfmaschine stellt eine sogenannte Wärmekraftmaschine aus der Thermodynamik der Physik dar. Wärmekraft deswegen, weil sie Wärme in Kraft, also Bewegungsenergie, umwandelt. Schauen wir uns das Ganze mal an. Für eine Dampfmaschine brauchen wir einen Dampfkessel. In diesen kommt Wasser rein. Darunter wird eine Feuerstelle gebaut. Aus dem Dampfkessel geht ein Rohr hinaus, durch das dann später der Dampf fließen wird. Das Rohr teilt sich auf und geht einmal unten und einmal oben in das sogenannte Kolbengehäuse. Im Kolbengehäuse sitzt ein Kolben. Das ist hier das orangene Ding. Direkt neben den Dampfzuleitungen sind noch Ableitungsrohre. Diese führen zusammen in ein Wasserbecken, in dem der sogenannte Kondensator sitzt. Und von dem aus geht es einfach an die frische Luft. Rohrende. Fehlt nur noch das Rad, welches wir antreiben wollen. Dazu bauen wir einen sogenannten Balancierbalken auf einen Festbalken. Der Balancierbalken ist nach oben und unten beweglich und wird auf der einen Seite mit dem Kolben verbunden. Auf der anderen Seite kommt das anzutreibende Rad hin. Dieses wird auch mit dem Balken verbunden. Und zu guter Letzt noch die beiden sogenannten Dampfventile. Diese werden auch mit dem Balancierbalken verbunden. Das war mal nur der Aufbau. Ihr müsst noch nichts verstanden haben. Das kommt jetzt alles. Wir können uns auf jeden Fall darauf einigen, dass wenn wir den Balken hoch und runter bewegen, sich das Rad hinten dreht. Geht der Balken runter, wird das Rad in Bewegung gesetzt. Und wenn wir den Balken wieder hochziehen, dann wird das Rad wieder angetrieben. Wie bewegen wir aber nun den Balken? Über den Kolben. Den müssen wir irgendwie hoch und runter bewegen können. Dazu erzeugen wir im Dampfkessel Wasserdampf. Wenn Wasser erhitzt wird, dann expandiert es. Es breitet sich aus und braucht mehr Platz. Der Wasserdampf wird über das Rohr in das Kolbengehäuse schießen, aber nur durch das obere Rohr. Das untere Dampfventil verschließt das untere Dampfrohr. Unten ist der rote Bobble ja vor dem weißen Rohr. Deswegen geht da nichts durch. Jetzt drückt der viele Wasserdampf von oben auf den Kolben und drückt ihn herunter. Immer weiter. Und wenn der Kolben nach unten gezogen wird, dann zieht's auch automatisch den Balancierbalken nach unten. Also geht, wie wir schon gesehen haben, der Balken nach unten und das Rad wird durch die Verbindung auf der anderen Seite gedreht. Jetzt kommt aber der geile Knackpunkt. Der Balancierbalken wirkt ja aber auch noch auf die roten Dampfventile. Diese wurden nun auch verschoben. Jetzt ist plötzlich das obere Dampfrohr zu. Dafür ist jetzt aber unten offen. Zugleich ging das untere Ableitungsrohr zu und das obere Ableitungsrohr auf. Könnt ihr kurz selbst checken. Gut, weiter geht's. Es kommt ja immer noch Dampf vom Kessel links. Nur diesmal fließt er jetzt über den unteren Eingang ins Kolbengehäuse, weil oben ist ja zu. Und damit wird der Kolben wieder nach oben gedrückt. Oben kann der Dampf, der noch drin ist, über das offene Ableitungsrohr in den Kondensator verfließen, indem er dann abgekühlt wird, kondensiert und wieder als Wasser aus dem offenen Rohr fließt. Unser Kolben wird somit wieder nach oben gedrückt und treibt hinten das Rad weiter an und verschiebt natürlich auch wieder die beiden Dampfventile. Das Ganze kann also wieder von vorne anfangen. Jetzt ist das Dampfrohr oben wieder offen und unten wieder zu und das Ableitungsrohr ist oben zu und unten offen. Oben strömt wieder Dampf hinein und unten kann er wieder entweichen und abkühlen. Der Kolben wird nach unten gedrückt und das Rad dreht sich. Die Ventile verschieben sich und so weiter. So funktioniert eine Dampfmaschine. So lange, bis entweder das Feuer ausgeht oder kein Wasser mehr da ist und zu Dampf umgewandelt werden kann. Deswegen muss eine Dampflokomotive immer genug Wasser und Kohle dabei haben, um Dampf zu erzeugen. Die Dampflokomotive funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Nur der Aufbau ist etwas anders. Wenn ihr euch für die Geschichte der Dampfmaschine interessiert, dann schaut unbedingt mal bei unseren Kollegen von Einfach Geschichte vorbei. Die haben auch ein Video zur Dampfmaschine gemacht. Schreibt bei denen mal Gruß von The Simple Physics in die Comments. Und vergesst natürlich nicht, deren Channel zu abonnieren. Lohnt sich, versprochen. In dem Sinne bis zum nächsten Video und haut rein. Ciao.